Hallöchen, ihr Hübschen, und herzlich willkommen zu Tag Nummer 22 und dem dritten Wiegetag. Aktuell ist es leider so, ich hatte es im letzten Video auch schon erwähnt, dass es tagsüber nicht so wirklich einfach war für mich zu filmen. Jetzt sollte es ein wenig stressfreier sein, denn Philipp ist ab jetzt zu Hause. Halleluja, zumindest bis nächstes Jahr. Und ja, es war aber die letzte Woche nicht ganz so stressfrei, weil Emily zu Hause war, der Kleine zu Hause war. Und genau, einfach, da hatte ich einfach keine Ruhe. Und ich wollte gern mit euch gemeinsam auf die Waage gehen, das hat aber dann einfach nicht geklappt. Und dementsprechend dachte ich, da mir so viele Fragen auf Instagram gestellt wurden und ich eigentlich immer wieder merke, dass es dieselben Fragen sind, dachte ich, packe ich einfach mal die 5 wichtigsten Fragen zusammen in ein Video, kombiniert mit meinem Wiege-Update. Und ich glaube, ihr könnt echt gespannt sein, was da rausgekommen ist. Fangen wir mit folgender Frage an, und zwar, wie hast du deinen Bedarf errechnet, beziehungsweise warum sagst du immer 1700 bis 2000 Kalorien, warum sagst du 2500 Kalorien kannst du essen, ohne zuzunehmen? Ganz einfach, ich habe mir das ausgerechnet und auch im Fitnessstudio wurde mir tatsächlich dasselbe Ergebnis ausgerechnet. Ich hatte mir das schon bereits in der Schwangerschaft ausgerechnet, weil ich sehr akribisch darauf geachtet habe, nicht mehr als 2500 Kilokalorien am Tag zu essen, um einfach mein Gewicht zu halten und lediglich das Gewicht des Babys und eben der Schwangerschaft zuzunehmen. Das war mir persönlich sehr, sehr wichtig, weil ich weiß, dass Übergewicht einfach auch schlecht für das Baby sein kann, dass es dazu kommen kann, dass es eine Schwangerschaftsdiabetes gibt. Und das wollte ich einfach nicht. Ich wollte nicht, dass mein Fehler oder meine Entscheidungen bezüglich meines Körpers, meines Gewichtes, meines Essverhaltens etc. pp. Irgendwie auch nur ansatzweise auf meinen Sohn überspringen und er darunter irgendwie leiden muss. Das wollte ich nicht und dementsprechend habe ich mich da strikt dran gehalten. Und ich habe ja auch nur, ich glaube, 10 Kilo insgesamt waren es zugenommen. Also ich habe wirklich nur Schwangerschafts- und Babysachen zugenommen. Und darauf bin ich auch echt stolz, muss ich sagen, dass ich das so durchgehalten habe. Aber das konnte ich bei Emily tatsächlich auch, komischerweise, weil es mir da leicht fiel, weil ich wusste, wofür ich es mache. Und da habe ich mir das schon ausrechnen lassen, dass ich eben 2500 Kalorien mit meinem Körpergewicht, meiner Muskulatur, mit meiner Bewegung, obwohl ich sehr moderat angegeben habe, tatsächlich essen kann, ohne dass ich zunehmen kann. Und das wurde im Fitnessstudio auch bestätigt, dass ich 2500 Kalorien essen kann. Dementsprechend habe ich in der Yazio-App angegeben, deswegen die 1700 bis 2000 Kalorien, dass ich gerne 1 Kilogramm pro Woche abnehmen möchte. Das ist der Idealfall. Eigentlich, weil ich möchte es gesund und langsam machen, ist es mir wichtiger, lieber ein halbes Kilo abzunehmen. Allerdings habe ich mir mit Absicht dieses Puffer gelassen. Ich habe mir mit Absicht dieses Puffer gelassen, denn wir wissen alle, am Anfang sind wir immer übermotiviert und irgendwann lässt es nach. Und dann ist es zunehmend immer schwerer, diese 1700 Kalorien wirklich zu halten. Und du weißt, das ist das, was du halten musst. Da geht nichts dran vorbei. Und ich habe gedacht, okay, ich mache es mir dieses Mal ein bisschen einfacher, ich gestalte es mir einfacher. Ich nehme die unterste Grenze, versuche das zu erreichen und lasse mir aber auch noch ein Depot nach oben, dass ich, falls ich abends dann da sitze und habe den übelsten Heißhunger, einfach nur eine halbe Tafel Schokolade essen kann für 250 Kalorien und bin trotzdem noch in dem Bereich, dass ich was abnehme. Und wenn ich merken sollte, dass ich mit 1700 Kalorien nicht mehr zurechtkomme, dass mir das zu wenig ist und dass ich einfach mehr brauche, weil ich vielleicht auch jetzt regelmäßiger zum Sport gehe, weil ich mich mehr bewege und, dass es dann auch okay ist, einfach 300 Kalorien mehr zu essen und ich bin immer noch fein damit und meine Abnahme geht weiter. Und das war mir wichtig, deswegen habe ich das so gestaltet, dass es momentan natürlich so super läuft und ich die 1700 Kalorien easy essen kann und gar keine Probleme habe, nehme ich natürlich dankbar an, aber ich vermute mal, dass es nicht ganz so leicht bleiben wird, vor allem, weil wir einfach auch so ein ganz langes Stück Weg vor uns haben. Dann wurde ich ganz, ganz oft gefragt, wann zeigst du uns denn endlich mal die Rezepte, die du aktuell nutzt? Wann filmst du uns das denn endlich mal ab? Keine Sorge, zwischen den Jahren möchte ich euch das jetzt alles abfilmen. Ich bin aber ganz ehrlich, ich habe es vorher nicht geschafft. Ich hatte vorher nicht die Ruhe dafür. Und ich wollte mich jetzt, nicht wie jetzt zum Beispiel, wir haben nämlich jetzt schon 1 Uhr nachts, nicht hinsetzen und dann jetzt noch kochen um 1 Uhr. Das wollte ich einfach nicht.
Und deswegen habe ich mir vorgenommen, dass ich das jetzt, wenn Philipp Urlaub hat, einfach mache, wenn er dann weg ist. Das Ding ist, ich kann euch halt auch die Sachen nicht hintereinander wegabfilmen an einem Tag, sondern ich muss das schon so machen, dass ich es dann halt auch erst essen kann, verbrauchen kann und genau dann das nächste Gericht im Prinzip aufnehme. Dementsprechend werde ich vermutlich, je nachdem, was wir von Schwiegermutti noch alles so mitbekommen, am 27. und 28. mit den Videos anfangen und hoffe, dass ich sie euch zum neuen Jahr dann hochladen kann, damit ihr sie auch nachkochen könnt. Falls ihr noch Wünsche habt oder so, gerne unten in die Kommentare. Aber ja, ich habe schon vor, einiges für euch abzufilmen und in Zukunft werde ich wahrscheinlich mir den Samstag oder Sonntag dann auch blocken. Philipp soll dann mit beiden Kindern mal eine Runde spazieren gehen und da werde ich dann in Ruhe für euch die Rezepte abfilmen. Dann wurde ich gefragt, was ist der entscheidende Unterschied? Wieso klappt es denn jetzt so gut? Und da gibt es tatsächlich zwei Sachen, die ich jetzt einfach anders mache. Und zwar ist es zum einen die Zeit, die ich mir jetzt einfach nehme, die ich mir einräume, um zu kochen, um nach Rezepten zu gucken, um zum Sport zu gehen zum Beispiel, um abends vielleicht noch eine Runde spazieren zu gehen, vielleicht auch mal ohne die Kinder, damit ich auch auf meine Schritte komme, weil jeder weiß es, wenn so eine Dreijährige neben einem rumhüpft, bist du zwar 2 Stunden draußen, aber hast vielleicht nur 3000 Schritte gemacht, anstatt 10, die du ansonsten alleine locker easy gepackt hättest. Und die Zeit nehme ich mir einfach. Also ich achte mehr auf mich und ich versuche mehr irgendwie auch, ja, mir die Zeit auch einzufordern, auch von Philipp zu sagen, hey, ich brauche jetzt mal eine Stunde oder hey, ich gehe heute Abend ins Fitnessstudio, ich bin mal 2,5 Stunden weg. Das habe ich vorher nicht gemacht und das hätte ich aber schon viel früher machen sollen. Und das andere, der andere ganz, ganz wichtige Punkt ist, ich bin ehrlich zu mir selber. Und deswegen auch der Kalender tatsächlich. Denn ich glaube, wir kennen das alle, dieses sich selbst so ein bisschen belügen und ach, ist ja nicht so schlimm und ach, eigentlich habe ich die ganze Zeit total clean gegessen und eigentlich habe ich immer total gut Bewegung gehabt und ah ja, ich habe ja auch irgendwie ein bisschen gehulert und hin und her und hast du nicht gesehen. Und im Endeffekt, wenn wir aber ehrlich sind, haben wir nicht so clean gegessen, sondern also in meinem Fall zumindest, dann habe ich es Pi mal Daumen gemacht und dann habe ich abends mir dann noch ein Stück Schokolade oder einen Riegel oder irgendwas reingepfiffen, weil ich dachte, ja, ich habe ja noch die Kalorien, aber ich hatte sie eigentlich gar nicht, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich sie wirklich hatte, weil ich es halt nur so Pi mal Daumen immer gemacht habe oder ich habe dann eben nicht getrackt oder ja, ich habe es einfach zu ungenau genommen und war da, habe mich da so ein bisschen selber auch beschissen. Genauso wie auch beim Thema Sport oder beim Thema, ich gehe mal raus und mache meine Schritte. Ich habe eben nicht mein Schritteziel eingehalten und das bricht einem halt so ein bisschen das Genick. Und ich meine, ich könnte jetzt alles auf diesen Kalender kleben. Ihr würdet es ja niemals, niemals wissen. Aber man sieht es halt einfach auch an den Wiegetagen, dass ich es wirklich durchziehe, weil da allein daran sehe ich es halt, weil es halt auch einfach nach unten geht. Also man muss aufhören, sich, glaube ich, selber zu belügen. Das ist wie wenn man ein Foto von sich macht und es so nach oben hält, damit man möglichst schmal rüberkommt. Ist halt leider nicht die Realität. Und dementsprechend muss man halt, man muss ganz ehrlich zu sich sein. Und ich glaube, das ist der allererste wichtige Schritt. Nicht vor anderen, sondern ganz allein vor sich selbst ehrlich sein und sagen, hey, ich habe nicht so clean gegessen, ich muss da mehr durchziehen. Kommen wir jetzt aber mal zum natürlich Interessantesten. Und zwar, was hat denn die Waage tatsächlich heute Morgen gesprochen? Und die Waage hat mit mir gesprochen und sie war gnädig und ich war danach sehr happy. Kann man nicht anders sagen. Letzte Woche auf der Waage waren es 108,5. Und diese Woche auf der Waage waren es 107,6. Ich bin so, so, so unfassbar happy darüber. Ich bin richtig glücklich. Wir sind mittlerweile bei 4,4 Kilo, die einfach mal weg sind. Und das momentan ohne Stress. Und mir geht es richtig gut. Ich fühle mich auch richtig gut. Ich habe auch das Gefühl, mein Körper verändert sich. Ich frage immer wieder Philipp, ob er schon was sieht. Er sagt dann auch immer ganz fleißig, ja, ich sehe das schon, das ist voll, voll krass. Also das ist schon voll der Unterschied. Ich weiß natürlich, dass es Quatsch ist, aber es tut mir trotzdem gut. Genau, also es sind dementsprechend knapp 900 oder sind 900 Gramm, die einfach mal weg sind. Und das ist schon cool. Das ist schon richtig, richtig cool.
Ich freue mich so, 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 so sehr auf die 106,6 Kilo tatsächlich, weil das ist ja mein Gewicht, wo ich tatsächlich meine Schwangerschaft gestartet habe, meine zweite. Und wenn das weg ist, ist da erstmal schon mal so ein richtig schöner Batzen und Schwung weg. Und da freue ich mich natürlich riesig drüber. Und ja, das ist natürlich, ja, ich hoffe, dass es einfach so weitergeht. Die nächsten drei Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, die sind dann doch noch mal, ja, ein bisschen deeper, die gehen noch mal ein bisschen mehr unter die Haut. Und zwar habt ihr ganz oft gefragt, was mich am meisten an meinem Körper stört. Boah, das sind tatsächlich viele Sachen, aber das Größte ist, glaube ich, mein Bauch. Das Allerallerschlimmste ist mein Bauch, weil er einfach immer so extrem vorstehend ist, weil ich immer aussehe, als wäre ich im 9. Monat schwanger. Philipp sagt immer, das ist total Quatsch. Ja klar, weil im 9. Monat steht er natürlich ganz anders ab, der Bauch. Aber für mich ist er doch sehr, sehr, sehr präsent. Ich habe hier oben relativ, ja, was schmal kann man es nicht nennen, aber immer noch so den Ansatz einer Figur. Und dann kommt einfach dieser Riesenbauch, den man auch einfach nicht verstecken, verdecken oder sonst was kann, der einfach immer rausguckt, der es mir so unfassbar schwer macht, Klamotten zu finden. Gerade Pullis, die müssen immer over, over, oversized sein, weil gerade durch die große Oberweite brauche ich eh schon relativ viel Stoff, die darüber kommt, plus dann noch mal viel Stoff, was über den Bauch rüberkommt. Und dann habe ich irgendwie immer so diesen Mülltonnen-Look. Und das nervt mich des Todes. Also ich glaube, ja, das Schlimmste ist für mich tatsächlich mein Bauch. Kommen wir jetzt zum allerletzten Punkt. Ich hatte mich tatsächlich verguckt. Ich hatte mir nämlich noch Stichpunkte aufgeschrieben, damit ich das nicht vergesse. Und zwar hattet ihr gefragt, hast du Ängste und Sorgen? Und ja, habe ich. Und zwar einige sehr tief sitzende Ängste. Eine davon ist zum Beispiel, ob ich mir noch gefallen werde, wenn ich denn abgenommen habe. Ich meine, man sieht immer ganz, ganz viele, die abgenommen haben. Und die sehen meistens auch richtig toll aus und viel jünger aus und alles und drum und dran. Allerdings sind das oft auch Mädels, die einfach auch viel jünger sind als ich. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, gefalle ich mir noch, wenn ich wirklich schlank bin? Ich meine, ich habe ja noch ein Bild von mir im Kopf, wo ich schlank war. Da war ich aber halt 17, 18, 19, 20. Und werde ich so noch aussehen? Wahrscheinlich nicht. Ich habe mich natürlich über die Jahre auch hin verändert einfach. Und ja, werde ich mich dann mit dem, was da so rauskommt, wohlfühlen, weil mein Gesicht mag ich eigentlich total gerne. Ich mag meinen Ausdruck, ich mag meine Augen, meine Lippen, meine Nase. Ich meine, klar, die werden bleiben, aber wird das dann alles noch so zusammenpassen, wie es jetzt einfach passt? Werde ich mich wohlfühlen? Wahrscheinlich werde ich mich einfach daran gewöhnen, weil es ist ja ein schleichender Prozess. Ich nehme jetzt nicht innerhalb von einem halben Jahr 60 Kilo ab, aber nichtsdestotrotz habe ich trotzdem, ja, die Angst, ob ich mir tatsächlich noch gefalle und ob ich danach irgendwie, keine Ahnung, super viele Falten habe und einfach 10 Jahre älter vielleicht aussehe, weil mein Gesicht total eingefallen wird. Ja, das ist zum Beispiel so eine extreme Angst. Dann habe ich total Angst vor der Operation zwecks Hautstraffung, weil ich ganz genau weiß, dass ich auf alle Fälle am Bauch eine brauchen werde. Und auch eine wollen werde. Also ganz klar, ich bin definitiv für diese Bauchstraffen und auch Brust- und Mami-Makeover, wie das auch immer sich nennt, OP, weil ich mir einfach sage, wenn ich das geschafft habe, wenn ich das in Angriff genommen habe, wenn ich mein Gewicht dann auch über eine Zeit lang halten kann, wenn der Kinderwunsch abgeschlossen ist, dann möchte ich mich auch in meiner Haut wieder wohlfühlen. Es gibt viele, die das nicht machen, die ihre Haut lassen als Mahnmal oder auch weil sie sich damit trotzdem wohlfühlen. Das finde ich total toll und bewundernswert. Aber aus heutiger Sicht, und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern, da können wir nochmal drüber reden, wenn es soweit ist. Aber aus aktueller Sicht, für mich weiß ich, dass ich mich damit nicht wohlfühlen würde. Und dass ich dann halt auch einfach die Freiheit gerne hätte, mal ein Bikini anzuziehen oder vielleicht eine Shorts, ohne dass die über den Bauch muss und und. Genau, und da habe ich trotzdem irgendwie Angst davor, ne? Also, ob das dann so wird, wie ich das möchte, ob das Endergebnis dann auch so schön ist, wie ich das gerne hätte, ob ich dann ja einen schönen flachen Bauch nochmal habe und es macht mir trotzdem irgendwie total Sorge tatsächlich. Ja. Das waren so grob zusammengefasst die Punkte, die ich mir aufgeschrieben hatte. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Trotz dessen hindert es mich nicht, mein Ziel weiter zu verfolgen, denn unterm Strich steht eine wichtige Sache und das ist meine Gesundheit. Und
einfach auch die Mobilität und Beweglichkeit, später dann auch mit meinen Kindern zu rennen, zu toben, zu spielen, Sport zu machen. Ich möchte gern mit Philipp in 2 Jahren oder vielleicht ja auch schon, naja gut, nächstes Jahr wird es wahrscheinlich nichts, aber vielleicht können wir schon trainieren dafür. Für 2025 möchte ich gern mit ihm Xletics laufen, weil ich weiß, dass er sich da mega drüber freuen würde und ich würde gern diese Erfahrung gemeinsam als Paar mit ihm machen. Und da weiß ich einfach, da müssen halt ein paar Kilos runter. Ich möchte gern generell halt mehr Sport machen. Ich möchte gern fitter sein. Ich möchte gern vielleicht später mal mit meinem Sohn Fußball, Handball, Federball, was auch immer er gerne spielen mag, spielen. Ich möchte gerne mit meiner Tochter sportliche Aktivitäten machen können. Ich möchte gerne mit ihr irgendwo auf, weiß ich nicht, in Freizeitparks auf irgendwelche Gerüste klettern oder auf Spielplätzen mich austoben mit ihr, was ich aktuell einfach nicht so kann, weil ich immer Knieschmerzen habe, weil ich immer Rückenschmerzen habe, weil ich mit meiner Bandscheibe zu tun habe und. Und ich möchte, dass das einfach weggeht. Ich habe seit Monaten Belastungsschmerzen im Fuß. Das geht mal weg, das kommt mal wieder, das bleibt mal länger, mal kürzer, aber es ist immer wieder präsent und da. Und es kommt einfach von meinem viel zu hohen Gewicht und davon möchte ich runter. Und das ist mir das Allerwichtigste. Und unterm Strich ist es im Prinzip wurscht, wie ich danach aussehe. Klar wäre es natürlich schöner, wenn ich mir gefallen würde und wenn ich zufrieden wäre damit. Aber unterm Strich zählt für mich wirklich, dass ich einfach die Mobilität und die Gesundheit wieder zurückerlange, um einfach mit meinen Kindern alles machen zu können, worauf wir gemeinsam Bock haben. Und deswegen werde ich auch weitermachen. Und in diesem Sinne freue ich mich total über mein Ergebnis. Schreibt mal rein, wie ihr das findet. Wünsche euch jetzt wunderschöne Feiertage, besinnliche Weihnachten und sage Tschüssi. Bis zum nächsten Video.